Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Phoenix Wild. Mikrofon, muss mal kurz. So, hätte ich vor ein Part machen können, ich weiß. Aber. Naja. Ist egal. Ich weiß gar nicht, was im letzten Part passiert ist, alles. Irgendwas Spannendes wahrscheinlich. Ich hoffe mal diesmal, dass das noch nicht versetzt, synchron. Das wäre ganz toll, aber mit meinem Glück, ist es trotzdem noch so, aber was wir machen. Seasons, hallo! Ich habe nicht erwartet, dass ich in diesem düsteren Loch Besuch bekommen würden. Das ist wirklich bewegend. Nein, Sie stinken an, weil gehen Sie zum Teufel. Sind Sie hier, um sich lustig zu machen? Ja, lachen Sie nur über die gestürzte Frau May. Die ist so fett. Nee, das ist die andere. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte einfach Fragen stellen. Leider bin ich nicht gewählt, Fragen zu beantworten. Haben Sie noch nicht genug gefragt? Sie Stachelkopf. Autsch, das hat gesessen. Nee, hat's eigentlich gar nicht. Ich bilde Sie, Sie machen ja sogar dem Wachmann Angst. Na, was sollen Sie denn von mir wissen? Was wollen Sie denn von mir wissen? Zunächst einmal, warum Sie so absolut durchgeknallt sind. Dieser Mann. Was den Mann angeht, mit dem Sie auf dem Hotelzimmer waren. Können Sie mir etwas über ihn sagen? Wo finde ich ihn? Kommen Sie schon. Vergessen Sie es, Süßer. Wenn ich etwas hätte, das Sie zum Reden bringen würde. Warum haben Sie mir das Telefon verwanzt? Oh, wenn Sie das sagen, klingt das so kalt, so kriminell. Nun, ein fremdes Telefon abzuhören ist eine Straftat. Frau May. Oh, ich schätze, das haben Sie auf der Anwaltsschule gelernt. Dieser Frau kann man nicht reden. Würde es mal interessieren, was dann versetzt ist, aber ich kann ihn nicht, dass er mir, durch die Capture, ich habe ja hier, so die Capture-Card, dass ich den höre, durch OBS, weil dann zeigt er mir das nicht an. Das ist dumm. Sagen Sie, warum sind Sie so aufgebracht? Ich meine, Sie sehen nicht aus wie ein böser, Sie sehen nicht wie ein böser Mensch aus. Jetzt reicht es mir, Sie kriecherisch, dreckfressender Rechtsverdreher. Dreck? Ich weiß nicht, hat sie das... Hat sie was gegen Anwälte oder nur speziell gegen mich? Gut, ich muss mich präsentieren. Warum mal? Hey, wissen Sie was? Mal ehrlich, ich kann Sie auf den Tod nicht ausstehen. Das verduften Sie, ich kooperiere nicht. Danke, zu Kenntnis genommen. Okay. Ist natürlich die Frage, wohin jetzt? Ich will bei Geldwater. Hat man auch so, tut's mir leid, aber... Leben ist hart. Ah, herzlich willkommen, mein Herr. Beeindruckende Vorstellung heute, wenn ich das anmerken dürfte. Oh, danke. Tut mir leid, dass ich Sie so in Verlegenheit gebracht habe. Nein, überhaupt... Achso, das war Phoenix jetzt. Mein Herr, Ihre heutige Bemühungen werden dem Ruf des Geldwaters sehr zuträglich sein. Hä, Ruf? Ja, wir werden als das Hotel bekannt, in dem... Der Mörder eine Walze versteckte. Wir können einen Aufschlag für das Zimmer verlangen. Ist gut fürs Geschäft, mein Herr. Darauf gibt es erstmal eine Capri-Sonne, dass wir das geschafft haben. Also, Capri-Sonnen-Schluck. Oh, wow. Frau May wurde nicht des Mordes angeklagt. Auch ich werde berühmt werden. Der Page, der den Mörder Eiskaffee brachte. Warum habe ich das Gefühl, als stecken wir im selben bösen Traum? So, Sie sind unser Ehrengast. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie etwas wünschen. Reden wir mal. Zu Frau May. Ach, Sie, mein Herr, ich will ja nicht angehen, aber als ich Sie sah, wusste ich. Sie würde es tun, sagte ich. Würde was tun? Langsam, glaube ich, der Typ ist hier der Hauptverdächtige. Verdächtige. Also. Ich wollte Sie nach dem Mann fragen, mit dem Frau May zusammen hier war. Ach ja, er schien mir ein echter Ladykiller zu sein. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ich wusste es in dem Moment, als ich sah, mein Herr. Er und ich aus demselben Holz geschnitzt und an uns haftet der Geruch von Gefahr. Das ist meine.
Da sind wir meiner Meinung, die Psychopathen. Wenn sie, fuck! Ein Foto? Hm. Können Sie mir bitte über dieses Hotel jetzt auch erzählen? Aber gerne. Und zu diesem Thema habe ich eine vorzügliche Idee. Deshalb ist dieses Hotel als das Gatewater bekannt. Ich schlage vor, dass wir einen Untertitel hinzufügen. Ein Untertitel? Das Hotel Gatewater, eine Mordsresidenz. Was ist denn los mit dem? Nun, was denken Sie? Hm, klingt toll. Was immer du im Tee hast. Hm, ich möchte gerne nochmal. Hier, ich habe das selbe Spur zu sehen. Ja, und ich sind. Nee, das hatte ich schon. Wenn Sie ein Foto von diesem Mann hätten, könnte ich ihn sicher identifizieren. Okay. Also. Können wir noch was untersuchen hier? Obwohl, nee, haben wir. Ist das. Hä? Da steckt ja immer noch ein Schraubenzieher in dieser Schublade. Oh, lassen Sie das bitte. Wie ist mein. Was? Das ist die Schublade des Erschreckens. Versteckt der. Das waren. Was? Es war arrangiert, dass es eine. Ich kann nicht mehr lesen. Tut mir leid. Das ist ein Ernst. Ich fasse es nicht. Ja, gut. Hauen wir wieder ab. Aber wohin ist die Frage? Wegen. Ist hier noch was? Anscheinend hat sich die Spurensicherung den Tag freigenommen. Inspektor Gumshoe ist nicht zu sehen. Die Polizei hat hier ganze Arbeit geleistet. Ich glaube nicht, dass hier noch brauchbare Beweise zu finden sind. Naja, es kann ja nicht schaden, sich hier mal umzusehen. Na, wir können mal gucken. Mias Liebe. Das hatte ich schon. Ein altes Filmposter. Wahrscheinlich der erste Film, den Mia zum Wein gebracht hat. Das habe ich halt auch alle schon gesehen. Dann gehen wir mal nochmal hier hin. Hui, sieht aus, als wäre Großberg heute nicht da. Wieder mal. Vielleicht geht es mir auch aus irgendeinem Grund aus dem Weg. Das Bild ist weg. Ein Moment mal, hing da nicht ein riesiges Bild an der Wand? Ja, ja, auf dem Bild sah man. Ich glaube hier. Nicht wahr? Es war jedenfalls nicht so. Es war jedenfalls nicht sehr einprägsam. Jetzt natürlich die Frage, wo müssen wir hin? Gehen wir mal in die Staatsanwalt? Sehe ich schon wieder! Verduften Sie, so schwer zu verstehen? Der einzige Grund, warum ich hier zurück bin, ist Ihre Weigerung zu... Was? Kooperieren? Also, ist das jetzt meine Schuld, oder wie? Sie haben nicht nur einen starren Kopf, sondern auch ein dorniges Herz. Das reicht. Wenn dieser Fall abgeschlossen ist, rasiere ich mir. Schädel. Habe ich noch irgendwas? Dieser Mann. Was es dem Mann angeht, der mit Ihnen auf dem Hotelzimmer war, können Sie mir etwas über ihn sagen? Wo ist der? Von mir erfahren Sie nichts. Hören Sie, ich bin der Mordverdacht. Sie wollen ihn doch nicht etwa decken. Hm. Hätten Sie die verstorbene Frau Fair an die Polizei verraten? Nein. Sehen Sie. Verdammt. Vielleicht etwas hätte das zum Reden gebracht. Was denn? Was hab ich denn? Vielleicht das? Hey, wissen Sie was? Mein Herr, ich kann dir. Das ist nicht. Was damit? Nein. Hä? Ich hab nichts. Hier. Nein. Das ist eine gute Frage, was ich jetzt machen soll. Ah, gehen wir mal hier hin. Fuck, was mache ich hier? Was soll ich jetzt machen? Ach ja, wir haben vor, ein Fernrohr an das Fenster zu stehen, versteht sich. Für nur 5 Dollar halten sie 3 Minuten aus, wie auf einen Mordschauplatz. Ist der bescheuert eigentlich? Nur Spaß. Auch so seine Augen nach, würde ich sagen, es war immer mehr als ernst. Mehr als ernst. Ist denn irgendwas noch in der Anwaltskanzlei? Muss doch noch irgendwas sein. Also hier vielleicht. Ja, Schreibtisch. Perfekt aufgeräumt, wie immer. Das Einzige, was fehlt, ist mir. Nee, das habe ich schon.
Der Himmel ist blau, meine Laune könnte auch ein paar Drinks vertragen. Ah, es ist das Hotel gleich gegenüber. Ja, russische Bücher passen da beim besten wenig rein. Alle Fälle der Sheriff sind hier archiviert. Hm, ob da wohl einige Fälle fehlen? Das bilde ich mir nur ein. Doch, da fehlen welche. Oder? So, ich habe jetzt hier alles und ich habe nichts, was sie zum Reden bringt. Strafanstalt, hier nochmal. Kann man hier mal untersuchen? Unwahrscheinlich. Dieser Wachmann überwacht den Besucherraum. Er hat sich noch kein bisschen bewegt. Ein echter Profi. Da kriegt er hier auch nur selten Frauen wie April May zu sehen. Eine Kamera, bitte lächeln. Ja, gut. Ich gehe einfach mal alles durch. So, das ist es nicht. Aber ich hab hier eigentlich nichts. So, das vielleicht. Das hatte ich auch schon. Das? Nein. So, ich habe nichts, was ich ihr zum Reden bringen kann. Achso. Dann zoomen wir halt da nochmal irgendwas durch. Ich hab das meist halt schon gehabt. Hier. Ah ne, das hatte ich auch schon. Ja. Hier der Tisch. Eine Flasche und zwei Gläser stehen auf dem Tisch. Warum hat er die noch nicht weggeräumt? Oh, entschuldigen Sie bitte, aber würden Sie da bitte nicht anfassen, das ist Teil des Dekors. Ich kenne es. Das letzte Getränk vor dem Mord. Wir werden berühmt. Das Thema in der Hotelbranche. Eine Vase, wie erwartet. Mit Blumen kenne ich mich nicht aus. Also vielleicht mit Tulpen und Sonnenblumen. So, ein Stillgemälde der Vase, heißt das nicht Stillleben? Wie auch immer, eins davon hängt an der Wand. Also, das hatten wir schon. Das auch. Hier hatten wir auch alles. Ja gut, dann müssten wir eigentlich noch hier irgendwas finden. So, das hatte ich. Ah, guck mal da. Da ist ja was. Habe ich gar nicht gesehen. Was ist das? Alte Fotos? Hier liegen zwei herum. Da ist das mit dem Bleistift auf die Rückseite geschrieben. Ups. Fall DL6, Beweisstück A. Fall DL6, Beweisstück B. Sehen wir uns das mal an. Hier. Ich bin mir sicher, diese Person schon mal irgendwo gesehen zu haben. Ich leih mir mal das Foto aus. Ein kleines Foto wird bestimmt niemand vermissen. Das könnte noch wichtige Hinweise sein. Ich nehme das erstmal mit. Mhm. Und wieder, ein Foto liegt auf dem Schreibtisch. Sollte ich das gegen das tauschen, das ich schon habe? Ja, das tauschen. Ich denke, ich werde es tauschen. Das ist das Richtige. So, jetzt ist natürlich... Gehen wir zu dem... Und präsentieren ihn. Das hier. Schlau. Ich bin ein schlauer Mensch. Sehen Sie sich dieses Foto an. Das ist er, Inspektor. Ich bin der Anwalt. Ja, ich weiß doch. Ich wollte nur einmal Inspektor sagen. Sie wissen schon. Nein, weiß ich nicht. Kein Zweifel, das ist der Mann, der mit vor April May einsteckte. Wie wär's? Soll ich eine Erklärung abgeben, dass er es ist? Eine Erklärung? Dieser Kerl ist viel zu begeistert von dem Zeug. Er soll es aufschreiben. Nun, sicher. Warum nicht? Ja, ich wollte schon immer mal eine Erklärung abgeben. Ja, weiß ich nicht. Ab sofort bin ich bekannt als der Page, der die Erklärung abgab. Mann, ist der nervig, Alter. Was ist denn los mit dir? Habe ich meine Kappe sogar noch gezogen. Nicht einmal Frau May kann sich jetzt noch dumm stellen. Alter, so.
Zweite Leiste. Gut. Untersuchen wollte ich nichts mehr bewegen. Und zwar Schlafstein. So, for May. Gucken Sie sich mal das an. Sehen Sie sich das mal an. Hören Sie, ich habe Ihnen mehrmals gesagt, dass ich nichts sage. Waren Sie? Hahaha, eine Reaktion. Das ist er, nicht wahr? Was, wer, wann, wieso? Er ist es. Das ist der Mann, der in der Mordnacht mit Ihnen in diesem Hotelzimmer war. Nein, das ist nicht wahr. Netter Versuch, Fräulein. Netter Versuch, Fräulein, kooperativ. Können Sie beweisen, dass er es ist, hm? Ja, ja, Beweise. Zeigen Sie mir Ihre Beweise. Ich bin ganz nah dran. So, hier ist der Beweis, Alter. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Was ist das? Die Erklärung des Pagen. Er hat uns alles erzählt, was er gesehen hat. Er erzählt mir von dem Mann, der mit ihm einsteckte. Er sagte uns, wer es war. Jetzt komme ich schon voran. Jetzt habe ich sie, alles oder nichts. Zeit für ein kleines Täuschungsmanöver. Zwecklos, sich dumm zu stellen, wenn das überhaupt eine Stellung ist. Wenn sie nicht reden, spiele ich das Foto der Presse zu. Was? Auch wenn er nur Zeuge eines Mordes geworden ist, er ist untergetaucht. Ich bin mir sicher, dass die Presse ihn in der Luft zerreißen würde bei dem Ruf. Oh, na gut, ich werde reden. Sie haben gewonnen, Herr Anwalt. Ja, Mann, das fühlt sich gut an. Das Leben kann so schön sein. Warum schlagen Sie wild Löcher in die Luft? Nun, erzählen Sie mir von dem Mann, mit dem Sie in dem Hotel waren. Dieser Mann, er ist mein Chef. Red White, Präsident des Informationsdienstleisters Blue Corp. Red White? Informationsdienstleister? Nun, ich denke, man könnte sie auch als Detektivagentur bezeichnen. Das war also der Mann, der in der Nacht des Mordes bei Ihnen war? Ich habe Angst zu reden. Ich will nicht enden wie Sie. Ja? Das ist in Ordnung. Ich werde Herr White persönlich befragen. Können Sie mir sagen, wo ich Blue Corp finden kann? Anscheinend nicht. Herr Red White, endlich. Endlich habe ich die Spur zu diesem Typen aufgenommen. Wenn April May es nicht getan haben kann, dann bleibt nur er als Täter übrig. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Erklärung des Pagen abgelegt. Okay. So, dann gehen wir mal zu Blue Corp. Aber das machen wir im nächsten Part. Bye.